Hallo und willkommen zurück zu ARK Survival Evolved mit mir, Selina. Und dem Tivan, hallo! Ah, diese Frau, die ist schon wieder komplett durcheinander. Hä? Nein. Ah, ich Nur mag weil ich das. das. So, Freunde. Ja, genau. Ich zeige euch schnell was, was ich gemacht habe. Zwischen den Folgen habe ich euch ja versprochen, dass ich das mache. Ich habe hier auf dieser Seite komplett dieses Gewächshausglas gesetzt. Auch hier, ne? Schön mit Ecke und Kante. Hier drauf bin ich ja besonders stolz, dass das hier so funktioniert hat. Natürlich mit sehr viel Rumprobiererei. Also das hat nicht. Also manchmal habe ich festgestellt, muss man, wenn das richtig snappen soll, und es das nicht macht, sondern woanders snappt, den anderen Snap-Point einfach wegnehmen. Dann hat man höhere Chancen, dass das dann funktioniert. So, wie gesagt, das geht dann hier einmal komplett durch. Bis hierhin. Und ja, hier habe ich euch ja gesagt, weiß ich noch nicht, wie ich es machen will. Das weiß ich auch immer noch nicht. Das lasse ich noch frei. So, aber wie gesagt, die Türmchen stehen, die komplette Fassade steht soweit. Bis auf das Ende. Da überlege ich mir noch was. Ich würde dann erstmal drüben auf der anderen Seite das noch soweit fertig machen. Und ja, so. Und jetzt für die Folge haben wir uns was anderes vorgenommen, was wir eigentlich schon in den letzten Folgen machen wollten. Genaueres erzählt euch jetzt die Sally. Achso, ja, wir gehen auf Artefaktjagd. Ich habe mir jetzt alle Artefakte rausgeschrieben. Wir haben hin und her überlegt, wie wir es machen wollen und ja, wir werden jetzt alle Artefakte suchen. Ich habe sie mir jetzt alle aufgeschrieben und wir werden sie jetzt einfach abarbeiten. Wir fliegen tatsächlich als allererstes ins neue Schneegebiet. Also Ah, da, okay. wo wir da, wo wir die Sachen Ja. gefarmt haben. Ja, prima. So. Und Ich habe noch einen kleinen Nachtrag bei mir. Der Raptor ist mittlerweile ausgewachsen, den wir gebrütet haben. Ausbrüten lassen haben. Schönes Tier geworden. wir Ich haben habe ein. Zwillings-Egus bekommen. Ja, das muss ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Die Sally hat ja in der einen Folge ein Pferd gezähmt gehabt. Und da hat man ja glücklicherweise jetzt Männchen und Weibchen. Und ich konnte es nicht erwarten. Ich wollte so. Ja. Sie sollten Babys kriegen. Und es kamen gleich Zwillinge raus. Wie nice. Und Level 160. Finde ich echt nice. Also kann man auf jeden Fall mitleben. Mein Gott. Zwillingsergus. Egus meine ich natürlich. Egus. Ergos. Ja, aber schön, oder? Naja, so. Die Dame steht jetzt mittlerweile hier. Die habe ich von draußen hier reingeholt, damit sie sich um die zwei Pferdchen kümmert. Und ja. Mittlerweile haben wir ja noch keinen Namen für den Spino. Da hatte ich ja. Oh, jetzt muss ich ja weg. Jetzt bin ich gleich mit weg. Hatte ich ja beim Spino gesagt, ihr habt, möchten wir ja gern Namensvorschläge von euch in die Kommentare. Und je nachdem, welches Kommentar dann halt den besten, die meisten Likes dann hat, so würden wir den Spino dann nennen. Ich hoffe, ihr seid da immer noch mit dabei und stimmt einfach mal ab oder schreibt einfach einen Namen rein. Wenn noch keiner steht, schreibt doch ruhig was rein. Traut euch. Es beißt euch doch hier keiner. Doch, ich. Ach so. Aber nur, wenn ihr Okay. wollt. Okay. So, wo bist du jetzt hin? Du kannst dich dann zu mir porten, wenn ich da bin. Was hältst du davon? Du bist bestimmt zu den zur Ja. Schneehöhle, oder? Ja. Nein. Okay. Zum blau-grünen Steine. Oh Gott. Okay, ist da gleich eins, ja? Okay, ich porte auch. Ich komme mit hin. Warten Sie bitte geschwind auf mich. Ich bin ja mal gespannt, ob wir die ganzen Artefakte finden. Ich auch. Ist mir hier denn nicht zu kalt? Weil ich habe die Pelzrüstung nicht an. Muss ich Es erst ist nur eine wechseln? Eisflocke. Es ist nur eine Eisflocke. Du wirst es überleben. Okay. Ah, Ja, ich habe wobei, du hast die die. Chili-Rüstung an. Ja, Lass uns einfach beeilen. Lass uns einfach beeilen. geht doch schnell. Ich habe doch hier alles schon. Also, du hast hier alles schon. Okay. Ja, ich brauche doch nur. Ach ja, und dann habe ich mich mal versucht, meine Rüstung zu färben. Und das ist mir gelungen. Wie siehst du Nein, jetzt jetzt habe ich aus? die. Ich habe die Rüstung Tatsache. Jetzt habe ich die falsche Rüstung angezogen. Das macht mich alles gerade ein bisschen wuschig. Ich habe die Ja. Rüstung komplett. Oh mein Gott, ich habe die Rüstung komplett schwarz gefärbt. So, jetzt bitte einmal alles rüber. So, dann müssen wir gucken, wo die Frau ist. Frau, wo bist du? Geradeaus. Ah, Du ich siehst muss, mich warte, da ich muss schon. mal. Ja, jetzt sehe ich die. Ich habe es noch nicht aktiviert gehabt. Ach so. So, okay, ich bin da. Hallo. Hello again. With Oh, the me you're hello looking again. for, I can see it in your eyes. Ja, You can nicht so feel viel, it in your sonst kriegen wir soul. hier Strikes rein oder so wegen der scheiß Musik. Klingt das.
Naja, als, das muss man mal genau zu sagen. Als würde ich das Original singen. Also als ja, das war besser wie das Original. Hör ich immer. Hör ich immer vor allen Dingen. Ne? Schatzi, ich habe es zwar nicht mitbekommen, aber hast du getrunken, als du unterwegs warst? Was? Nein. Bist du jetzt runter? Ja, wir müssen tatsächlich hier irgendwo da lang. Da rein, oder? Müssen wir jetzt da komplett rein in die dicken Felsen? Nee. Wir müssen hier hoch. Ja, da wird's aber auch nicht besser. Oh Gott. Ja, weil wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir die Artefakte endlich mal alle zusammensuchen, damit wir endlich diese Bosse machen können. Also wir möchten auf jeden Fall einen Boss machen. Oh, hörst du es schon? Hörst du es? Ja. Ja. Ist nicht schlimm. Bisschen gelähmt. Oh. Aber wo ist das? Nein. Es ist bei 23,7. Also wir müssen auf jeden Fall hier in die Richtung. Oh, da ist ein geiler Loot drin. Allosaurus-Sattel. Lila. Echt? Ja, hier. Hä, hey, hier? Wo hier? Ja. Oh! Das hat gar nicht geleuchtet. Nee, nice. So. Meinst du, das ist in so einer Blase drin, das Artefakt? Ah, ich vermute es schon. Nein, flieg da nicht rein. Wo ist mein Vogel? Oh Gott. Oh Gott. Oh. Mein Herz gerade, ich kann dir das nicht beschreiben, wie das war, dass der Vogel mit einem Flügel da reingeflogen ist. Anglerfisch? Hast du ihn wieder? Okay, ja, prima. Es kann halt auch irgendwie hier hinter sein. Ich vermute hinter in den Kristall drinne unten. Da ging's nämlich. Nee. Es ist in der Blase drinne. Echt? Ja. Ja, viel Spaß, ne? Danke. Okay, und wo siehst du schon, oder? Nee. So. Inventar öffnen, dann nehmen wir mal unsere. Hier ist kalt. Ach, Schwimmausrüstung raus. Na, Jungs, alles fit im Schritt bei euch? Bist du jetzt rein? Witzen. Nein. Bist du verrückt? Bist du rein? Bisschen aufräumen hier, Junge. Man nannte mich auch Chuck. Was? Chuck Norris. Nein, das habe ich das. Chuck Norris für Arme nannte man ihn auch. Oh Gott, da hinten ist noch eine Qualle. Ich versuche mal von ihr abzuschießen. Weil die Quallen bewegen sich auch, ne? Okay, kannst du mir Backup geben? Ich muss nachladen. Okay. So, jetzt wo du bist, sehe ich dich nicht mehr. Okay. Das Einzige ist, ich könnte... Also, scheiß drauf. Ich komme mit rein. Hä? Happen. Da kommt einer. Aua. Wo? Hinter dir, über dir, überall. Die Frau, ehrlich, ich muss raus. Okay, ich hab ihn. Wieso kann ich mich jetzt hier nicht... Wie viele Piranha gibt's denn? Spawnen die hier? Gibt es da irgendwie Piranha-Eier? Dein Vogel folgt dir, ne? Der folgt mir nicht. Der hat einfach nur gesehen, dass ich angegriffen werde und hat sich gedacht... Ja, denkst an deine Luft, ne? Du hast nicht unendlich Luft. Ja, ich habe aber eine Flasche an. Ach so, naja, ja, ne, die Frau. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt mit habe. Ah, hier sind zwei Elektro-Lokus.
Nee, ich habe nur die Gasmaske. Ich habe nicht mit. Wieso habe ich die nicht mit? Oh, diese Piranhas, ne? Wo kommen die her? Nee, Schatz. Hier ist irgendwie nichts. Da unten ist irgendwas. Was machst du mit den Vögeln? Komm her! Könntest du bitte landen? Vogel! Ey, was machen die Vögel denn? Der ist wahrscheinlich erschrocken. Kommst du jetzt bitte hierher, Freundchen? Sonst kette ich dich anheim, das kannst du auch glauben. Sagt er zu mir auch immer. Ja, aber ohne Erfolg. Ah, das kann sein, wenn die vom Blitz getroffen werden, oder? Also freuen werden die sich wahrscheinlich nicht. So, ja, wie gesagt, wir wollen jetzt halt die Artefakte finden und läuft ja bis jetzt super. Wir haben ja schon 0. Also jetzt bis jetzt gefunden. 3 haben wir ja schon zu Hause. Da wissen wir auch, wo sie sind. Ja, das ist halt die Sache, ne? Meinst du nicht, dass das vielleicht hier oben drüber ist? Oder weiter unten? Es ist halt alles möglich, ne? Ich glaube nicht, dass die so clever waren, oder was heißt clever waren, dass sie so raffiniert waren, das Artefakt da reinzusetzen. Ich glaube schon. Was ist denn das hier unten? Leute, seht ihr das? Was ist das? Das sieht aus wie... Ja. Kann man das abbauen? Warte mal, wir versuchen mal. Oh, es hat lauter. Ist das vielleicht diese riesige Kugel hier? Nee. Ja, es wird hier auf jeden Fall lauter. Da sind noch Anglerfische. Na, Junge! Alter. Oh, Alter, was macht der für Geräusche? Wer denn? Der Anglerfisch, als ob der zum Schluss noch gekotzt hätte. Vielleicht hat er das auch. So, 2 Anglerfische habe ich platt gemacht. Wir machen hier, wieder die 3. Hier wird es am lautesten. Hier wird es am lautesten. Hier. Bist du da noch drin? Ja. Vielleicht hier. Hier in dieser Kugel. Hier diese Kugel. Aber ich kann die Kugel halt nicht einsammeln. Weißt du, was ich meine? Wie gesagt, wir wissen zwar in etwa, wo sie ungefähr sind durch die Explorer-Map, aber wo genau wissen wir nicht. Das wollen wir schon zusammen mit euch herausfinden. Yeah, Orgi, Level up. Nice. Nice. Da unten ist ein Kanu. Ach, aus den Muscheln kommen die schwarzen Perlen. Nice. Es ist halt voll, Schatzi, es ist halt voll hier drinne in dieser Kugel. Ja. Ja. So, du kriegst erstmal ein bisschen Ausdauer, mein Freund. Ja, aber vielleicht ist es hinter der Kugel, dass du irgendwie dahinter rausschwimmen musst in eine Höhle rein es oder so. Es wird ja aber immer lauter, wenn du in die Nähe der Kugel kommst. Ah ne, gut, da ist ja jeder Argi. Ey, Argi, hast du das? Born to die, hast du eventuell das Artefakt schon bei dir? Nein? Okay. Ich gehe wieder. Ciao. Ja, ich würde ja auch gerne mit rein und ich habe meine Schwimmrüstung nicht mit. Das ist halt blöd. Ja. Okay, dann sind wir mal produktiv und gucken mal eins nach oben. Ich habe halt auch ein bisschen Angst, ein bisschen weiter zu weit nach unten zu gehen. Okay, mir wird jetzt eiskalt. Ja, das ist ja das Problem. Nee, hier oben hört das Geräusch schon auf. Es ist halt wirklich am lautesten, wenn ich der Kugel am nächsten komme. Ja, sind aber nicht alle Kugeln so? Nee. Also muss es ja quasi dann doch irgendwo in der Kugel sein. Gibt es da irgendwie eine kleine Höhle oder so? Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, ich habe auch Angst, dass ich hier rausgeschwemmt werde. Ja, weißt du fällst aber dann nicht allzu weit runter. Nicht? Nein. Also die Kugel hängt jetzt nicht an der Klippe oder so, an der großen. Ja, doch. Hier von der einen Seite, das ist auf jeden Fall Klippe. Man sieht aber auch nichts, ne?
Oh, aus dem Anglerfisch bekommst du Anglergel. Okay. Oh Gott, ich muss wieder rausschwimmen. Ich habe zu wenig Luft. Hm. Argis, helft mir! Ich ersticke gleich. Oh Gott. Okay, das ist jetzt schon zu weit. Wieso also hast du mir nicht gesagt, dass ich meine Taucherausrüstung mitnehmen soll? Es sollte ja 23,7 sein. Ja. Ja, das ist immer hier falsch. Hä? Nein. Ich habe noch eine andere Vermutung. Es ist unten. Ja. Es ist eine Etage weiter unten. Ich hab, oh Gott, ich hab mich voll verguckt. Ich guck die ganze Zeit, dass es 24,7 ist. Oh Mann, es tut mir leid, Leute. Aber ja, wir haben coole Sachen. Wir haben schwarze Perlen bekommen, wir haben Anglergel bekommen und wir haben endlich rausgefunden, wo das alles herkommt. Besser könnte es nicht sein. Du hast gesagt 23,7, ne? Ja. Das heißt, wir müssen nochmal eins komplett zurück. 23,7, oder? Ja. Okay. Das ist hier unten unterm Dings, müsste das sein. Unter diesen Blitzkristallen. Hier, drei, das ist 24. Das ist 24, 24. Hier, 23, 7. Und 73. Das heißt, nach weiter vorne. 73, 5. Einfach wo ganz anders. Ja, ist okay. Ah, nee, dieser Frosch. Soll sich verfroschen. Also ich bin jetzt direkt hinter den Kristallen und hier ist nichts. Oh Gott, hier sind wieder diese Polumiria oder wie sie heißen. Oh, Polovia. Die sind ekelhaft. Ekelhaft. Ja. Es ist halt, weißt du hast schon die Koordinaten und du kriegst es halt trotzdem nicht geschissen, ne? Oh, 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 ich hör's. Sie hört's mal wieder. Und sie ist gleich wieder an der Kugel, bitte? Nein. Ich sehe dich gerade nicht. Bist du weiter runter geflogen oder? Nein. Wieder hoch? Ja. Ich sehe dich. Und? Ich sehe es jetzt hier nicht. Oh, es ist... Unten. Unten ist bestimmt eine Höhle, wo wir rein müssen. Es gibt hier keine Höhlen. Das ist trotzdem irgendwo unten. Ja. Könntest du bitte mal fliegen, danke. Bei der 73,5. Guck mal hier runter. Sag ich doch. Was ist das da? Ein Glowbug. Okay. Und dann ein bisschen nach da. Das könnte auch hier unten drunter sein. Boah, das ist ein Carnosaurus und ja. Ein Skorpion. Oh, was ist das? Oh, und Sika. Ich will eigentlich nicht da unten rein, wenn ich nicht muss. Ah, du hast den stärksten Argi von uns. Kein anderer Saurier ist so stark wie die Argis. Was ist das da? Ein Apparantpulver. Achso, ja. Ja, weil das doch hier alles so fliegend ist. Oder es sind halt die Steine, die solche Geräusche machen. Sieger, was hat denn der Sieger für ein Level? 45. Der ist auch nicht tameable, ne? Naja. Wo bist denn du? Ich fliege hier rum. Oh, das ist eine super Aussage. Ja, finde ich auch. Also hier irgendwo muss es eins sein. Muss es eins sein. Du hast gekackt. Ah. Du hast gekackt. Oh Leute, entschuldigt bitte diese Anspannung gerade, aber... Ne, jeder Schritt, den du jetzt hier machst, kann dein sicherer Tod sein. Oh nein, mein komplettes Essen ist verdorben. Ich habe schon wieder kein Essen.
Dazu Hunger. Oh, hätte ich das gewusst. Ja, läuft auf jeden Fall gut. Meint ihr, wir müssen noch weiter runter? Meinst du so ganz weit unten? Was haben wir da unten? Atropoleras. Was haben wir da? Featherlight. Du Scheiße, keine Ahnung, was das schon wieder ist. Ja, eigentlich ja weniger. Aber wenn es hier keine Höhen gibt, dann frage ich mich, wo das Artefakt sein soll. Vielleicht hier in der Höhle? Oh! Also hier ist eine etwas kleine Höhle und in der Höhle ist ein riesen Wasserblase drin. Nee, nicht nur. Naja, es ist keine richtige Höhle, es ist eine Einbuchtung. Nein, hier wo ich bin, ist eine richtige Höhle. Na, hier ist so ein Flusssee. Oh, ich hab so Schiss, dass hier irgendwas von der Seite... Ja, ich hab's. Echt? Ja, ich hab's. Okay, also bist du nicht da, wo ich bin. Nee, du musst weiter runter, da wo wir waren. Musst du weiter runter. Du weißt nicht, wo ich bin, weil ich bin ganz unten. Hä? Ich bin weitergeflogen, runtergeflogen. Ja, ich auch. Ich sehe dich aber nicht. Alter, das sieht auch sehr interessant da hinten aus. Ja, aber ich Artefakt der Schatten. Oh Gott, hier sind zwei Kanus, hier sind Flugeviecher. Das ist ein Haufen Zeug. Also hier sind auch ganz viele. Schatz, könntest du bitte mal mir sagen, wo du bist? Wisst ihr was, Leute, wir machen jetzt... Wir machen es anders. Genau, porte dich zu mir. Genau, dafür haben wir das ja. Hast du was zu essen für mich? Ja, ich habe auch nur 8 Fleisch. Das habe ich nämlich auch vergessen mitzunehmen. Rohes hätte ich ja. Okay, du bist jetzt da. Ich gehe schnell nach Hause und komm dann gleich wieder. Wo ist das Artefakt? Und hol mir was zu essen. Na, mitten im Wasser. Umdrehen. Da. Ja, das ist das Artefakt. Dann können wir es von unserer Liste streichen. Yeah, Artefakt gefunden. Wuhu! Entschuldigung, ich wollte nicht so laut sein. Schrei nicht so laut. Tut mir leid, Leute. So. Na, soll ich mich jetzt auch nach Hause porten, oder? Ja, wie du denkst, wie du möchtest. Möchtest naja, du dass wir dann zum nächsten kommen, oder nicht? Ja. Das wäre dann halt das in den schwebenden Bergen. Ja, dann machen wir jetzt einen kleinen Zwischenstopp zu Hause, weil wir müssen ja das ablegen. Genau. Und dann würde ich sagen, packe ich mir auf jeden Fall jetzt erstmal in den Orgi auch noch meine Tauchausrüstung rein, damit ich mal eine habe. Fall aller Fälle, man weiß ja nie, ne? Und... Wenn du es brauchst, sagst du. Ja. Und ja, läuft ja gut. Hast du noch Sockel? Irgendwie vielleicht? Nö, wir können das einfach hier in die Sockel reinpacken. Ja, da ist ja nicht Platz drin. Dann nimm eins raus. Hey, nein, ich meine, da kannst du maximal immer noch eins mit reinpacken. Hast du jetzt das da hinten hingesetzt, ehrlich? Ja. Oh mein Gott. Oh, leck das hier, das ist so furchtbar, Leute. Aber das ist halt, ne, wenn man auf dem Server spielt, die Server sind halt dafür scheiße. Die sind nicht scheiße in dem Sinne, sondern die sind einfach nicht dafür ausgelastet, dass du so massiv baust, obwohl wir jetzt einzigste Spieler hier drauf sind. Das ist echt, echt mies. Beziehungsweise, wenn man es günstig haben will, ne? Ich denke mal, wenn du so für 100 Euro im Monat einen Server mietest, dann hast du damit keine Probleme. Finde ich aber auch ein bisschen unfair. Geldschneiderei. Schatz. Ja, ich muss das mal loswerden. Ich bin ehrlich. So. Wieso hast du den Ofen angemacht und hier ist nichts drin? Fragen. Deine Eier waren da drin. Mm. Was, meine Eier waren da drin? Die sind jetzt wohl durch. Du bist ja ein Arsch. So, ein bisschen Fleisch haben wir jetzt am Mann. Die Artefakte. Wollen wir die hier nicht in irgendeine Kiste reinstopfen? Ja, bei Kristalle zum Beispiel. Ja, genau, pack mal so bei Kristalle mit rein. Da ist hier noch Platz. Ich wollte gerade sagen, das machst du ja immer leer. Zack, rein damit.
Sehr schön. So, jetzt, warte. Jetzt brauche ich Ja, du kannst die ja machen, was Tauchausrüstung. du kannst ja machen, was du willst. Ich gehe und hole jetzt noch mal Artefakte. Willst du noch ein paar davon holen? Naja, was So, sonst? einmal Weil Taucherbrille, wenn wir jetzt woanders hin porten. Taucherflaschen. Schatz, mir fehlt aber dann noch, ne? Die Hose, glaube ich, fehlt mir noch. Ja, mir auch. Das solltest du herstellen. Ja, kann ich nicht. Ja, genau Müsste ich deswegen. das. Müsste ich ja das Autogramm. Taucherhose. So, jetzt können wir sie herstellen. Herzlichen Glückwunsch. Meine letzten Diagramme hier. Oh. Enneagramme heißen die ja nicht Diagramme. Mein Gott, oh nein. Ja, das So, Problem bitte ist, zweimal Taucherhose. wenn wir jetzt wirklich Sehr schön. immer eine komplette Folge brauchen, um ein Artefakt zu holen. Naja, dann ist das so. Mein Gott, mach doch hier mal nicht so ein Stressmädchen. Ich sage, die Frau ist einfach so Stress, ne? Was dauert, das dauert. Punkt. So, im Fabrikator ist denn deine Taucherhose noch drin? Waren doch nur die vier Sachen, ne? Gab doch nicht mehr, oder? Oder gab es noch Handschuhe, Tauchhandschuhe? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also ich kann jetzt nur die Füße und die Hose. Ich gucke mal, wir gucken mal kurz. Tauch. Auf der 81. Vielleicht heißen die nicht Tauch. Ja, jetzt gebe ich da 81 ein. Du bist. Nee. Oh Leute. Ich bin genauso kaputt. Nee, gibt nur die drei Sachen, die vier Sachen. Das Atemgerät, die Tauchermaske, Taucherflossen und Taucherhose. Mehr gibt's nicht. Ja, okay, dann haben wir sie doch komplett. Okay, die packen wir gleich in den Argi rein. So. Wollen wir vielleicht auch noch einmal einen Artefakt holen? Ja, wir versuchen es einfach schnell. Hey, wieso schnell? Geht doch, ist doch nichts. Weltbewegendes oder waren da Monster? Ach so, ich habe noch mal eins geholt. Achso, ja, siehst du. So, ich lasse auch mal den Agi hier. So, Last Remote. Holen wir anders schnell eins. Gehen wir zurück. Dann haben wir vier Stück. Das heißt, wir können vier Bosse machen. Weil du brauchst ja für jeden Boss. Ich weiß nicht, ob die kaputt gehen. Ich weiß nicht, ob die Artefakte beim Bossen kaputt gehen. Komm her, mein Freund. Ja, sehr nice. Schatz, So. wir Ja. treffen uns dann. In den schwebenden Bergen. Ja. Wir können ja Okay. schon mal hinfliegen, damit wir nicht so viel Zeit Hm. verschwenden. Ja, ich denke mal, die Leute möchten schon sehen, wo das dann ist. Ja. Und In der wieso nächsten lässt du schon Folge. wieder hier die Türen offen? Damit du was zu tun hast. Ich habe mir gedacht, wie kann ich unsere Ehe ein bisschen aufpeppen? Wie kann ich da ein bisschen Feuer wieder mit reinbringen? Und dann dachte ich mir so, ja, ich hab's, ich lasse die Türen offen. Bist ein Arsch, ey, ehrlich. Einfach, um wieder die Leidenschaft in dir zu wecken. Die Leidenschaft, aha, so nennt man das. Wieso habe ich eigentlich einen Kackhaufen im Inventar? Weil du wahrscheinlich irgendwo eine Kacke auf dem aufgesammelt hast. Nein, eigentlich nicht. Ach du Scheiße, wie viel ist denn hier drin? Ach du Scheiße. Okay, Ja, Dünger haben wir passt. jetzt massig. Nein, ich rede von Dünger. Also ich habe hier eine Menge Dünger drin. Okay, kommst du? Bitte in Ja, die. gleich, ich gucke nur noch mal. Wir Ach haben ja so, direkt die. hier. Wir müssten ja direkt hier auf unserer Insel. Huch, Nee, Bienen. das ist ja. Das ist wie gesagt. Oh, schon wieder 169 Honig. Das Ich ist bringe ja mal schnell nicht den das Kühlschrank. Gleiche. Das ist ja nicht das Gleiche. Hast du dich schon rüber geportet? Ja, natürlich habe ich mich schon rübergebracht. Ja, in dem Mister, es rappelt in der Kiste, warte auf mich. So. Wir Ich muss könnten es erstmal auch so hier. machen. Was machst du? Du bist da ja noch beschäftigt, oder? Nee, ich wäre jetzt soweit fertig. Oh, Ich würde könntest dich jetzt. dann ja auch zu mir portern. Weil ich fliege jetzt erstmal nach unten. Weil ich glaube, dieses Geräusch, das wir die ganze Zeit hier so laut hören, das ist nicht das Artefakt, sondern das ist wirklich diese Fliegmechanik. Tja, na gut, Freunde, dann machen wir das so. Wir treffen uns in der nächsten Folge bei der Sally zusammen und Ihr seid auch mit suchen das dabei. nächste Artefakt dann. Also ich nehme euch dann mit, wenn ich bei der Sally bin. Ich port mich dann einfach hin und gut ist. Müssen wir Und auch ja. vorher Bescheid sagen. Genau. Gut, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bye bye. Hey, super, dass du bis zum Ende geguckt hast. Das freut mich. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Dann lass doch einen Daumen nach oben da. Und abonniere den Kanal, wenn du das nicht sowieso schon getan hast. Ansonsten geht es hier zu der Folge von Tivan und hier zu einem anderen Projekt von mir, das dir sicherlich auch gefallen wird.